Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 und heute erfahren wir endlich die Mission von ihm. Meine Fresse. Ja, cool. Einfach sauber. Sag es uns endlich, bitte, please. Ach Gott, jetzt muss ich da auch noch hochlaufen. Oder gehen. Oder schleichen, besser gesagt. Das ist doch nicht wahr. Wir haben es doch eilig. Wir haben es doch eilig. Wenn wir es so eilig haben, werden wir erstmal mit jeder einzelnen Person reden. Hallo. Wenn ich darf, ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Ihr kennt euch von früher? Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Er war tapfer und kühn wie kein zweiter. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen op Zoom. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu und bat uns, ihn mitzunehmen. Ich willigte ein. Doch Edward widersprach. Der Mann nannte ihn einen Feigling und... Und Edward brachte sie alle um. Sogar die Kinder. Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat? Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer, danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Male gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Er tötete und tötete. Freund oder Feind, Zivilist oder Soldat, schuldig oder unschuldig. Es war ihm gleich. Sobald ihm jemand im Weg stand, musste er sterben. Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Es wurde sein Mantra. Es brach mir das Herz. Oh. Das ahnte ich nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald ein großes Unglück. Wir sollten ihn aufhalten. Ihr habt wohl recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch zur Einsicht gebracht und gerettet werden kann. Ich weiß. Es ist sehr töricht, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Ich wollte euch nicht betrüben. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anfing. Unsinn. Wir sind jetzt Brüder. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Sie kommen also alle in die Bruderschaft, ja? Finde ich gut. Diese Sache mit Silas irritiert mich. Wenn England die Franzosen zurückdrängen will, müssen sie sich mit den Indianern verbünden und sie nicht versklaven. Silas ist nur seinem Geldbeutel treu. Dass seine Taten der Krone schaden, ist unbedeutend. Solange es Käufer für seine Ware gibt, wird er weiterliefern. Nur ein Grund mehr, ihn aufzuhalten. Meine Tage verbringe ich mit den Einheimischen. Ich will sie überzeugen, dass sie uns völlig vertrauen können. Dass die Franzosen sie fallen lassen werden, wenn sie erst gewonnen haben. Eure Worte müssen ihnen sinnlos erscheinen. Vergleicht man sie mit der Realität von Silas' Taten. Ich habe versucht zu erklären, dass er anders ist. Aber er trägt die rote Uniform. Er befehligt ein Fort. Die müssen denken, ich sei ein Lügner oder ein Narr. Oder gar beides. Verzweifelt nicht, Bruder. Bringen wir ihnen erst seinen Kopf. Dann wissen sie, dass ihr recht hattet. Fahre ich vielleicht noch mehr? Hoffentlich habt ihr recht, Haytham. Keine Sorge, ich habe immer recht. Ich hoffe, ihr und der General findet einen Weg zur Versöhnung. Er wird sterben. Nur eine Frage an euch. Warum Medizin? Ich sollte wohl sagen, für das Wohl meiner Mitmenschen, oder? Dass ich diesen Weg wählte, weil ich höhere und edlere Ziele hatte. Aber... Ist es denn etwa nicht so? Vielleicht. Doch das hat mich nicht geleitet. Nein, es war ein weniger abstrakter Grund. Ich mag Geld. Gut Einwand. Es gibt andere Wege zum Reichtum. Ja, doch welche Ware ist teurer als das Leben? Nichts anderes ist so wertvoll. Nichts so heiß begehrt. Und kein Preis ist einem Menschen zu hoch, wenn ein abruptes Ende bevorsteht.
Grausame Worte, Benjamin. Doch, sie sind wahr. Ja. Ihr habt doch einen Eid geleistet, oder nicht? Ich befolge den Eid, doch diktiert er nicht den Preis. Ich verlange nur Kompensation, faire Kompensation für meine Dienste. Und wenn Sie nicht die Mittel haben? Dann gibt es andere, die Ihnen helfen können. Gibt der Bäcker einem Bettler sein Brot umsonst? Fertigt der Schneider Kleider für Frauen an, die sie nicht bezahlen können? Nein. Warum sollte ich? Ihr sagtet es selbst. Nichts ist so wertvoll wie das Leben. Genau. Umso mehr ein Grund dafür zu sorgen, dass man es sich leisten kann. Alter, bist du skrupellos. Holy shit. Und wieso hat er jetzt gespeichert? So, mein liebster Kumpane. Was hast du zu sagen zu den aktuellen Situationen? Bisher habe ich noch nichts Neues. Ihr werdet der Erste sein, der es erfährt. Ja, cool. Ja, gar nichts. Gut, Charles. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr Odysseus hat sie. Und sie wer? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lasst mich erklären. Wir dringen Silas vor ein, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Gott, sehe ich schwul aus. So, einen Konvoi. Das ist wahrscheinlich unser erstes Ziel, das wir organisieren müssen. Oder haben wir es alles jetzt organisiert und sind schon da? Das wäre echt cool. Ja, cool. Oder, sind wir das? Nein. Indianer. Und ganz viele Glatzen. Nazis. Nazis in Käfigen. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Wie er da hochklettern musste. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Reverend Julius Foster tritt am Sonntag als Gastprediger in der St. Mary's Gemeinde auf. Für alle. Und wie machen wir das jetzt? Beziehungsweise was ist unsere optionale Quest? Ich vermute mal, wir erschießen sie. Ah, Assassin. Was ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt es in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Milord. Sofort. Weiß gar nicht mehr, wie man schießt. So offensichtlich nicht. Schieß doch! Du irgendwas! Okay, er spielt mit seiner Waffe rum. Beeilt euch! Wir versuchen's. Meine Geduld ist bald zu Ende. Wir tun, was ihr könnt. Mein Leben ist aus! Angriff! Endlich mal ein bisschen Action hier. Au, ich sehe nichts. Okay, das war kacke. Muss besser im Kontern werden. Ha. Zack! Bups! Erstes weg. Zack. Nächste. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Genickbrüche für jedermann. Oh, du bist gar nicht tot? Ich hab dich erstochen. Geht doch. Easy. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache.
Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Madame, ich darf, ne? Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Die königlichen Truppen mussten sich ergeben. Der Duke von Newcastle hat Generalmajor... Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Ich weiß anscheinend nichts. Es muss ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Unsere Assassinenfreunde, die machen das schon. Ich find's gut, dass ich überhaupt nicht steuern muss. Ich kann Kutschen nämlich gar nicht fahren. Ich kann Fahrzeuge allgemein nicht fahren. Ich bin ein schlechter Fahrer in Spielen. Aber in der Wirklichkeit bin ich ein wirklich guter Fahrer. Hoffe ich. Weiß ich. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Und du? Ich kann nichts machen. Ich kann nur zugucken. Okay. Greif den Feind an! Easy? Ich meine, hier sterben laufend Leute. Wir fahren jetzt sogar über eine Leiche. Oh Gott, wir fahren wirklich mit Leiche. Wir können uns kaum noch bewegen. Und kein Schwein warnt irgendwie die Wachen. Hier, in dem Kahn. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sensenmann! Nice. Und schon sind wir hier zu dritt. Zwei sind da hinten noch im Maisfeld versteckt. Was auch immer uns das bringt. Ah, das bringt uns das. Aha, ihr bringt Frischfleisch, hm? Ich will sie mir mal ansehen, bevor Silas sie benutzt. Auf eure Posten! Go, go, Power Rangers. Hallo, wollen wir den letzten töten? Sagt nur Bescheid, ich strecke sie nieder. Seid ihr neu? Wer ist euer Officer? Okay, das sind echt viele. Ich hoffe, die kriegen das hin. Wir warten noch einen Augenblick, bis sie alle Positionen erreicht haben. Greif den Feind an! Sensenmann. Alter, die sind gut. Erschreckend gut. Alles frei. Außer, dass die Leute irgendwie noch halb leben. Ihr seid doch nicht so gut. Gute Assassinen lassen niemanden leben. Seht mich an. Ich habe eine ganze Truppe alleine fertig gemacht und sie alle getötet. So, wie kriegen wir das hin? Oh, gar nicht. Cool. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Tschüss. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Und ich würde glatt behaupten, ich kümmere mich um ihn. Wenn ihr bereit seid. Den General finden und töten. Heimliche Attentate von hinter einer Ecke. Davor steht Ecke und nicht Hecke. Darf doch entdeckt werden, oder? Wie das hier? Verdammt, wo steht das? Ah, da steht's auch. Nur heimliche Attentate hinter einer Ecke ausführen. Okay. Ich erinnere mich, dass das nicht so leicht war. Dass ich sie teilweise locken musste. Hallo. Um den würde ich mich als allererstes kümmern. Ist zwar keine Ecke. Ich weiß nicht.
aber es ist immerhin etwas. Der hat mich angeguckt. Ich mag es nicht, wenn man mich anguckt. Er ist letzte Woche aus London eingetroffen. Und soll's mit uns auf Patrouille gehen? Auf Silas Geheiß. Hm. Ich nehme an, das ist nicht allzu kompliziert. Auf Störungen achten, sicher gehen, dass Ordnung herrscht. Hm. Von der Wache? Haltung annehmen, Soldat. Wie bitte? Ich sagte Haltung. Du musst sterben, mein Freund. Geh mal hier in die Ecke, ja? Tschüss. So, kann ich euch einfach befreien, ohne dass es jemand merkt? Das muss wehtun. Gegen ein Schloss zu schlagen. Ist auch krank, mein Freund, ne? Okay, wird das jemand bemerken? Oh ne, die schleichen sich weg. Alles gut. Alles gut. Ich glaube auch, wir dürfen gar nicht entdeckt werden hier. Ich glaube, dann schlägt das fehl. Ich meine, hier sind 1 Milliarde Leute. Könntest du zumindest verstehen. Aber das hinter einer Ecke. Das Leute, verzeiht die Verspätung. Könnte schwer werden. Du kennst Cutter? Der wird wiederkommen. Ich sagte, der wird wiederkommen. Der wird wiederkommen. Oh, ja. Yay! Okay, das war schon mal einige. Ich glaube nicht, dass wir alle Ecken hinkriegen. Oder doch? Da. Okay. In welche Richtung gehst du? Hm. Okay. Verdammt, ich muss den Typen loswerden. Wäre schön, wenn ich beide anvisieren könnte. Okay, das war Glück. Das ist eine verdammte Ecke, Mann. Shit. Der wird zurückkommen. Der wird zurückkommen. Er wird mich suchen. Ignoriere den Typen, der um die Ecke guckt. Alter, stehst du da wirklich nur rum? Wie wär's mit, hey, wer hat das getan? Ich sollte ihn jetzt suchen. Er steht da wirklich einfach nur rum. Das interessiert ihn nicht mal. Entscheid dich mal, wo du lang gehst. Der läuft im Kreis. Gott, ist der dämlich. Warum? Kann es nicht normale Menschen auf dieser Welt geben? Er kommt nicht an den Leichen vorbei. Ich fasse es nicht. Er kommt an den Leichen nicht vorbei. Kann ich einen Stein werfen? Ah, ich kann pfeifen. Sind aber auch Idioten, ne? So, das waren 3. Easy going. Ich dachte, das wäre schwer gewesen. Vielleicht wusste ich damals nicht, dass man pfeifen kann. Es ist gut möglich. So. Taktisch schon mal sehr gut. Ja, du. Manchmal begreife ich diesen Typen nicht. Gott, bitte nicht. Komm her. Kommst du? Ja, komm. Oh, oh. Ich glaube, ich habe mehr angelockt, als ich wollte. Scheiße. Gebt ein Signal, wenn ihr bereit seid. Oh nein! Das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Ach Gott. Oh. Wieso kann ich hier nicht pfeifen? Ich fühle mich verarscht, ganz ehrlich. Dieser eine miese Pisser
Der einfach mal alles verdorben hat. Gentlemen, wen haben wir denn hier? Wovon redet ihr denn? Ich darf nicht laufen. Wer sind Sie? Gefangene? Haltung annehmen, das sind Soldat. Keine Gefangene. Wie bitte? Ich sagte Haltung annehmen. Wer seid ihr, dass ihr mir befehlen könnt? Ein guter Freund von Mr. Fletcher. Kuckuck. Kuckuck. Oh ja, komm her. Der müsste mich an die... Ich glaube, da kommt noch mehr, ne? Nein! Wieso kommt ihr denn zu zweit? Warum? Warum? Wie war das erste Mal leichter? Signal, wenn ihr bereit seid. Okay, wir machen das einfach ganz anders. Wie beim letzten Mal. Wir laufen hier runter und dann kam ja der eine da um die Ecke. Hat er sich irgendwie anders überlegt anscheinend. Okay. Ja, guck mal, da läuft jemand. Du solltest hier in den Busch kommen. Neuer Rekrut. Erst letzte Woche aus London eingetroffen. Sollst du mit uns auf Patrouille gehen? Auf Zeit, geheiß. Jetzt komm her, Mann. Das ist nicht allzu kompliziert. Auf Störungen achten. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Unschuldig. Wieso laufen die da plötzlich hin? Oh, verdammt. Ja, dann kommt doch wenigstens hier lang. Schnell. So, wir wissen aber, dass da noch einer war. Vor allem, ich werde das nie wieder so gut hinkriegen. Der Wahnsinn. Der... Alter, ist es denn ernst? Oh. Die werden das so bald nicht sehen. Okay. Nummer 1. Fangen wir einfach von vorne an. Oh, Scheiße. Oh Mann, ich hätte das alles doch so schön hingekriegt. So, das Schiff haben wir auf jeden Fall. Und ich vermute mal fast, der hier wird auch noch ganz einfach. Sei denn, da streunert noch einer rum. Nee, nee, alles gut. So, zu den letzten. Der ist aber relativ einfach, weil wir ihn nicht mehr um die Ecke umbringen müssen. Und ich darf nicht laufen. Na los, komm her. Wir beide wissen, dass du es willst. Ah, jetzt steht er da erstmal noch eine halbe Stunde rum. Ja, ja genau, lauf hier hin. Komm, put, 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 put. Willst du mich verarschen, sag mal? Schnell, 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 bevor es jemand sieht. So. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließ das vor! Tötet jeden, der flüchten will! Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu... den. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot!
War das deutlich? Wie sollen sie die Tore schließen, wenn sie vorher sterben? Nur mal so eine kleine Anmerkung. Diese Taktik solltest du überdenken. So. Aber jetzt plötzlich darf ich entdeckt werden, oder was? Wie, was? Wenn deine Schützen den Begriff zu schießen, drücken sie A und bla bla, okay. Lasst mich mal kurz was gucken. Den General finden und töten. WTF, wieso hab ich das verkackt? Wieso hab ich das verkackt? Das gehörte zur letzten Mission dazu? Bullshit. Freunde, mit diesen traurigen Aussichten würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Folge und sehen uns morgen wieder zu einer neuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.